Ja, hallo meine Lieben, hier ist DT Master und ich möchte euch einen weiteren Fortschritt in meiner Bau meiner Map vorstellen. Ja, handelt sich ja nun mal um die LS11 Map und einige Sachen werden nicht so gemacht wie in LS11, weil es schlicht einfach zu viel Arbeit wäre und teilweise auch nicht geht, aber zum Beispiel der Hof, der ist drastisch verändert. Ja, den gucken wir uns jetzt an und alles, was da noch so rum passiert, fahren wir dort mal hin. Ja, ich muss leider momentan mit Tastatur fahren. Lenkrad ist nicht angeschlossen, aber wir fahren jetzt mal hin. Ja, diesen rechts den Teil habt ihr das letzte Mal schon gesehen, im letzten Video. Jetzt fahren wir schön über die Brücke. Wunderschön das Wasser, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht richtig gut aus. Ja, so, und dann geht es jetzt nämlich hier schon los. Wie ihr seht, hier stehen jetzt auch schon überall Bäume. Das gehört nicht mit zum Map, also die Geräusche gerade. Das war jetzt mein Telefon. Ja, wie ihr seht, hier steht eine Halle. Ja, der rechte Bereich ist noch nicht ganz so fertig. Ja, hier steht eine Halle. Hier dann die Lager. Hier stehen dann auch noch Unterstände für Traktoren und sowas. Ja. Hier ist das Multisilo. Ich habe mich doch wieder dazu entschieden, dieses Multisilo hinzubauen. Einfach, weil es meiner Meinung nach auch ein bisschen moderner ist. Hier sehen wir eine Hoftankstelle, so mit ein paar Fässern, auch umgekippte und ein bisschen Öl ausgelaufen und so, ja. Hier wird Saatgut aufgenommen, hier Düngemittel. Ja, fangen wir mal weiter. So. Ja. In den normalen Maps wie Bjornholm und sowas ist es ja bei diesen... Wenn man mal einfach zum Wenden hinter den Dings lang fährt, gerade auf Bjornholm, wo die Förderbänder sind, ist man dann mit dem leeren Hänger auf einmal schnell, hat man dann Rüben oder sowas drin. Deswegen habe ich mich hier für diese Lösung entschieden. Und zwar ganz einfach, geht automatisch auf. Da muss man dann hier reinfahren, um das aufzuladen. Man kann hier wieder rausfahren. So, und hier seht ihr auch schon für die großen großen LKWs und Hänger die Abstellplätze. Ja, man sieht, es passen auch zwei Hänger nebeneinander, also ist genug Platz da. Fahren wir einmal kurz rum. Ja, wie ihr seht, hier sind auch noch Unterstände, kann man auch noch Geräte unterstellen, vielleicht LKWs oder sowas. Ja, ich muss mal gucken, wird immer wahrscheinlich sehen, dass ich die vielleicht noch ein bisschen skaliere, diese Beton-Hänger, die sind ein bisschen hoch, meiner Meinung nach. Ja. Hier geht es dann weiter, hier sehen wir auch schon ein Schild. Forstwirtschaftlicher Verkehr frei, weil hier kommt der große Wald hin. Ihr seht, in LS11 war hier ein riesengroßer Berg, den habe ich um einiges reduziert nach unten hin. Ja, es ist, bleibt trotzdem, wie ihr seht, noch hügelig und so im Wald, das wird dann schon doch ein bisschen tricky, hier dann nachher später Bäume zu fällen. Ja, wenn wir mal nach rechts gucken, das ist dann doch schon ganz schön hügelig. Ja, hier haben wir schon ein bisschen angefangen mit dem Forst. Hier steht auch ein paar Pilze rum. Ja, so, gucken wir mal. Hier sind auch eben halt zwei Felder. Die werden wahrscheinlich am Anfang gleich schon einem gehören, die beiden Felder. Gehe ich mal ganz stark davon aus. So, hier haben wir noch ein bisschen Vegetation, das Bauernhaus und so. Ja, und genau. Ja, hier ist wieder eine Schranke. So, ich würde sagen, das war's erstmal für dieses Update und beim nächsten Mal, dann denke ich mal, wird der Wald wahrscheinlich schon fertig sein und auch in die Richtung dort hinten, wo der Berg ist, da wird sich dann einiges getan haben. Ja, bedanke mich fürs Zuschauen und ja, wenn es euch gefällt, schreibt einen Kommentar unter, könnt ihr auch liken oder ja, wie auch immer. Und dann bis zum nächsten Mal.